an. Das Probeding? Das Probeding ist an, ja. Achso. Ja, hallo erstmal. Willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um eine Steckerleiste. Ich habe mir mal eine besorgt, hier so eine chinesische Bauart. Die wollen wir uns mal anschauen, wie gut die funktioniert. Die soll nämlich mit unserer herzallerliebsten Amazon Echo, sprich Alexa, wenn ich jetzt muss ich aufpassen, die will schon wieder mit mir reden, genau, funktionieren. Testen wir doch einfach mal. Am besten schaut euch das Video an. Ja, dann gucken wir mal. Also in der Verpackung hier, sehr spartanisch, befindet sich eine kleine Anleitung. Erste Anmerkung, Nachteil, die ist nur auf Englisch und dann auch noch schlecht geschrieben, also sehr umständlich. Ich habe sie mir vorher jetzt mal kurz angeguckt. Finde ich etwas umständlich. Was ich schon gut erkennen konnte, ist, dass man hier eine App runterladen kann. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Anhand dieses QR-Codes kann man direkt im App Store, also eine offizielle App, aus dem Apple App Store runterladen. Ich habe sie auf mein iPhone geladen und damit gleich dann das Gerät einrichten. Ich mache euch nachher noch so eine Bildschirmaufnahme von der App, dann könnt ihr euch das genauer angucken. Ja, ansonsten haben wir hier die Leiste. Was ich jetzt an der Leiste interessant fand, war erstmal der Preis. Normalerweise kostet die nur so um die 30 Euro. Ich habe sie jetzt aufgrund eines Aktionsgutscheins für 15 Euro bekommen. Und das ist ja dann schon der Preis für eine normale Steckdosenleiste. Da muss ich sagen, alle Achtung. Und wenn ich die jetzt auch noch steuern kann, dann finde ich das natürlich umso beachtenswerter. Soweit ich jetzt das entnehmen konnte oder auch mir denken kann zumindest, vermute ich, dass der Strom nur generell an-aus ist. Das heißt, wir werden nicht in der Lage sein, einzelne Stecker zu steuern, schon gar nicht die vier USB-Anschlüsse anzusteuern, sondern ich denke, wir werden hier an-aus. Aber auch das finde ich schon beachtenswert, wenn wir überlegen, dass die jetzt halt unter 30 Euro gar nicht ja, so teuer ist und dass man sie dann halt auf Zuruf über den Echo oder Echo Dot oder Echo Show, wie auch immer, dann entsprechend steuern kann. Ich würde sagen, wir stöpfen sie mal ein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, eingestöpselt ist sie. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Wir haben einmal hier eine Dauerleuchte und in Blau und eine blinkende grüne Leuchte. Jetzt habe ich im Grunde genommen der Anleitung jetzt hier schon mal versucht zu entnehmen, dass, was das so zu bedeuten hat. Also dieses geblinkte Grüne bedeutet letztendlich, dass sie bereit ist, konfiguriert zu werden. Wenn ich dann die App hier installiert habe über mein Telefon, dann habe ich die Möglichkeit über eine Auswahl, die hier einzubinden. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit Steckdose, Steckerleiste, Schalter. Ich würde sagen, wir probieren mal eine Steckerleiste. Allgemein zur App, sie ist so eine typische chinesische App, die sagen wir mal mehr oder weniger gut oder schlecht übersetzt ist. Bei Deutsch haben wir natürlich immer oft das Problem, dass wir lange Wörter haben oder mit Umlaute haben, die dann hier so ein bisschen übergreifen. Aber es ist okay, es geht. Ich muss auch ein Konto anlegen vorher. Was auch ein bisschen verwirrend war, vielleicht das mal als Hinweis, wenn ich dieses Konto hier anlege, dann fragt er nach der E-Mail-Adresse, will aber Ländercode mit +49 angegeben haben. Also denke ich, dann will er doch eigentlich keine E-Mail-Adresse, sondern eine Handynummer. Aber nein, man muss dann zwar +49 eingeben, in der zweiten Spalte dann die E-Mail-Adresse und es kommt tatsächlich dann der Verifizierungscode per E-Mail an. Also wundert mich. Dann vergibt man ein Passwort. Sicherheitshinweis. Bitte benutzt hier nur ein Passwort, was ihr vielleicht nicht als so wichtig gebraucht. Also ich habe zum Beispiel Passwörter, die benutze ich für jeden Müll. Und in so einem Fall würde ich sagen, so ein Passwort gehört hier rein. Denn es kommt ja immer wieder vor, wir geben unsere Daten jetzt hier an irgendjemand. Da habe ich jetzt erstmal kein Vertrauen und deswegen geben wir hier ein einfaches Passwort. So, jetzt gucken wir mal, was hier steht. Einschalten und bestätigen, der Kontrollleuchte blinkt schnell. Ja, würde ich sagen. Also das ist nicht, weil ich das schlecht vorgelesen habe, sondern weil das da so steht. Nächster Schritt. Wie viel Passwort eingeben? Aktuelles wie viel Passwort? So, was gebe ich denn jetzt ein? Ich nehme mal ein Passwort mit unserem Wi-Fi.
dann was gebe ich hier rein? Sehr interessante Frage. Probier das mal. Wir haben ein Passwort hier. Ob die unser meinen. Nicht, dass uns jetzt hier gleich China erobert, weil die unser Wifi-Passwort haben. Und die Weltherrschaft an sich gerissen wird. 8, 2, 5, 6. Ich vermute aber eigentlich nicht, dass das ist. Mal gucken, ja doch. Weil er hat mich noch nicht gefragt, welches Passwort ich jetzt hier angeben soll. Also bei welchem Wifi? Wir haben ja 1000 Wifis. Wieso gebe ich jetzt hier von irgendeinem beliebigen Wifi ein Passwort ein? Deswegen glaube ich noch nicht, dass das so klappt. Aber, jetzt bin ich baff. Ihr sagt, ihr ist verbunden, das Gerät erfolgreich. Wie funktioniert denn das? Habt ihr jetzt alle Wifis ausprobiert oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier in der Tat ein nicht mehr blinkendes grünes Zeichen. Hier, ja. Und der sagt, hier ist das verbunden. Jetzt darf ich mir in der App aussuchen, wo das ist. Nehmen wir mal Arbeitszimmer, weil wir arbeiten ja hier manchmal. Und sage fertigstellen. Jetzt bin ich allerdings noch mehr baff. Denn komm mal ran, guck mal, ob du das sehen kannst. Wir können anscheinend doch jede Steckdose einzeln schalten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Also ich habe hier den gesamten Switch. Können wir mal testen. Ob da was passiert? Ach nee, da ist wahrscheinlich der USB. Ach, guck mal. Und ich kann die anderen schalten hier. Mal gucken, was da passiert. Jo, ich höre ein Geräusch. Das ist ja ein Ding. Und hier oben ist die Power-Taste für das Gesamte. Das machen wir jetzt sofort. Zack, alle an. Zack, alle aus. Das ist ja ein Ding. Das finde ich eigentlich schon. Das ist ja Wahnsinn. Für so eine Steckdose, dass ich jetzt hier im Prinzip 4 verschiedene Bereiche separat steuern kann. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Alle Achtung. Jetzt gucken wir uns mal die Werte an, was hier so angegeben wird. Also wir haben 100 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hertz und 10 Ampere maximal. Warum müssen wir darauf achten? Wenn ihr mal auf die anderen Videos von mir schaut, da gibt es ein Video, da ist die Steckerleiste abgefackelt. Also der Stecker, der Zwischenstecker. Und zwar hatte da ein User ein Heizgerät dran gesteckt. Also die maximale Belastung sozusagen. Da muss man natürlich aufpassen. Ich würde hier auch, also nochmal Sicherheitshinweis, maximal vielleicht eine Lichterkette oder leichte Geräte, also kein Kühlschrank, keine Waschmaschine oder sonst was, also nichts, was stark saugt, sondern einfache Geräte. Also ich denke, die würden wir zum Beispiel hier vielleicht nutzen, um unsere Weihnachtsbeleuchtung hier zu machen. Oder so, ne? Weil da kann man ja gut mit steuern. Also da bin ich jetzt überrascht. Umso mehr bin ich jetzt mal gespannt, wie wir die mit der Alexa verbindet bekommen. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Und gehen, der Marcel, der Gute, unser Kamera-Marcel, Marcel Winkmar, warte, also, oh, ah, Peace, genau, dem ist was aufgefallen, das ist nämlich auch sehr interessant, wenn wir jetzt hier schauen, mal gucken, ob man gut erkennen kann, wenn ich die anschalte, dann geht hier jeweils ein Licht an, mir geht ein Licht auf, damit habe ich dann nochmal eine visuelle Kontrolle hier, also das ist wirklich, also da muss ich sagen, also Hammer. Hammer, Hammer. Also gefällt mir richtig gut. So, jetzt haben wir ja die Aufgabe, unsere wunderbare Dame mit diesem schönen Device zusammenzubringen. Wir haben jetzt schon mal eine Lampe angeschlossen, damit wir so ein bisschen visuell das besser simulieren können. Die funktioniert also wunderbar. Mache ich jetzt hier per App einfach an und aus. Also das klappt schon mal super. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegen wir die bei der Alexa? Jetzt ist diese komische Anleitung doch sehr mager. Aber ich habe ein bisschen kombiniert. Wir suchen natürlich im Prinzip in der Alexa-App den passenden Skill für die Steuerung. Und zwar habe ich ja den Skill runtergeladen, der heißt Smart Life. Und tatsächlich gibt es hier einen Skill, den wir nutzen können. Den aktiviere ich jetzt mal. Ich habe ja eben mein Konto angelegt mit E-Mail-Adresse, musste ein eigenes Passwort vergeben.
Das probiere ich doch jetzt mal aus. Was er jetzt hier sagt. Ich werde jetzt auf eine Seite geführt. Ja, da sagt er wieder, fragt er wieder nach Phone Number oder E-Mail-Adresse. Jetzt geben wir mal direkt die E-Mail-Adresse ein. Und das von mir selber vergebene einfache Passwort. Was trotzdem 10 Stellen hat. Jetzt habe ich gesagt, invalide Username oder Passwort. Okay, da habe ich die Deutschlandfahne noch nicht aktiviert als Frage davor. Ich sollte ja eben auch plus 49 eingeben. Jetzt bin ich gespannt, ob er tatsächlich das abhängig macht von dem plus 49. Ob das hier so quasi muss ich sagen, also das plus 49, was ich eben am Anfang auch ausgewählt habe, musste ich jetzt hier auch eingeben. Es scheint also, wir brauchen also 3 Faktoren. Das Land, die E-Mail-Adresse und das Passwort. Jetzt kann ich auswählen, mit welcher App ich das hier verbinden soll. Werden mir 2 Apps angeboten. Da sage ich, klicke ich jetzt die Smart Life an und sage Link Now. Und jetzt fragt er mich, ob ich Alexa bzw. Alexa bei Amazon aktivieren will oder autorisieren will. Da sage ich natürlich ja, sonst würde ich den Sinn ja hier nicht machen. Und jetzt steht da in der App, Smart Life wurde erfolgreich verknüpft. Was als nächstes tun? Bitte schließen Sie dieses Fenster, um die Smart Heimgeräte zu entdecken, die Sie mit der Alexa steuern können. Interessant, ich habe dich ja gar nicht jetzt gefragt. Sage ich hier fertig. Aha, und jetzt fragt er mich, ob die neu verbundenen Geräte erkannt werden sollen. Das kennen wir ja auch bei den anderen Geräten. Erstmal die Lampen oder so. Jedes Mal, wenn ich die verknüpfe oder hinzufüge in der Alexa-App, in dem Moment fragt er, ob ich die erkennen will. Das sage ich ihm jetzt mal. Jetzt sucht er nach neuen Geräten und jetzt bin ich mal gespannt. Theoretisch müssen wir ja jetzt 4 Geräte gesagt bekommen. Ne? Also die 4 USB plus die 3 Stecker. Gucken wir mal. Er sucht. Ich würde sagen, wir lassen ihn mal suchen. Sobald er die gefunden hat, melden wir uns wieder. So, neue Geräte sind anscheinend gefunden. Ich kann jetzt hier auf Fertig klicken. Mittlerweile hat sich unsere Freundin auch zu uns gesellt. Wir haben die mal dazu geholt. Ich habe sie nur auf leise gestellt, damit sie jetzt nicht jedes Mal, wenn ich Alexa sage, reagiert. Und jetzt gucken wir doch mal, ob tatsächlich hier was auftaucht, was Neues. Jetzt habe ich hier 3 Steckdosen. In der Tat eine neue Steckdose. Das war über die Alexa-App. Das ist ja cool. Also die werden als Switch 1, 2, 3 und 7 im Prinzip aufgeführt. 7 nehme ich an, weil 3 plus 4, ne? Also 7. Und ja, kann ich also auch steuern. Jetzt ist die Frage, wie hört Alexa da drauf? Wir probieren einfach mal. Normalerweise erkennt er die Gerätenamen. Die Frage ist, kann ich Switch brauchbar aussprechen und dann die 1 noch dahinter, dass Alexa die erkennt? Alexa? Schalte Switch 1 ein. Okay. Ich würde sagen, lässt keine Wünsche offen, oder? Was können wir jetzt noch tun? Wir können natürlich im Grunde genommen über Gruppen oder Szenen können wir jetzt hier die Geräte ein bisschen umbenennen. Das heißt, wir können eine eigene Gruppe machen, in der wir, die wir dann nennen, was weiß ich, Weihnachtsbeleuchtung, Werkstatt 365 oder so. Ne? Also das geht. Aber Switch 1, 2, also ich habe noch kein Gerät, was hier Switch heißt, weil Switch hätte ich jetzt auch irgendwie anders, aber ist ja okay. Also von daher würde ich sagen, absolut top. Also für die Kohle lässt ja keine Wünsche offen. Also ich habe sie für ich hab 14,90 oder so bezahlt. Wie gesagt, normalerweise kostet es um die 30 Euro, ist bei Amazon zu kaufen. Ich verlinke euch den Link natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, ich soll sagen, also von meiner Seite aus Daumen hoch.
Wir müssen natürlich jetzt erstmal abwarten, was die Langzeittests sozusagen ergeben. Wie verhält sie sich, wird sie warm oder nicht, wie zuverlässig sind die USB-Ladestecker. Ja, also ich denke, wir werden die mal, weil die ja wirklich sehr schön vielfältig ist und auch mit dem USB, wir haben ja so auf unserer Theke etliche USB-Geräte, die wir hier so betreiben mit einzelnen Steckerchen, die werden wir jetzt einfach mal alle mit dieser Leiste betreiben, dann haben wir eine schöne Möglichkeit, das zu machen. Und das Beste ist, unser Drucker ist ausgefallen, nur eine kleine Sache am Nebenrand. Und dieser verblödete Drucker, den wir jetzt ja als Ersatzdrucker haben, der hat irgendwie keinen Standby-Mode. Das heißt, den werden wir jetzt, ne, Marcel, oder? Den packen wir doch mal dann haben wir auch ein bisschen Belastungstest, an einen von den Switchen. Dann können wir nämlich abends, wenn wir rausgehen, sagen, Drucker ausschalten. Das heißt, ich werde mal eine Gruppe erstellen, die wir dann einfach Drucker nennen. Und dann sagen wir, Alexa, schalt den Drucker aus. Bin ich ziemlich sicher, wird funktionieren. Ja, das war es dann mit dem Video. Das ist das Schöne an solchen innovativen Sachen. Anleitung für die Tonne. App ist okay. Alexa wie immer hervorragend. Von daher würde ich sagen, wenn ihr den Kanal noch nicht geliked habt, dann macht das bitte. Also abonniert den Kanal, kostet ja nichts. Sollte euch das Video gefallen haben, bitte Daumen hoch. Fragen unten in die Kommentarfunktion. Danke, tschüss.